Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon's Dogma 2 Tipps und Tricks Videos und heute habe ich wieder viele nützliche und wichtige Tipps für euch, die ich so im Laufe meiner Spielzeit angesammelt habe. Ich würde sagen, jetzt geht's direkt los. In der ersten großen Stadt habt ihr die Möglichkeit, das Freudenhaus im Verlauf der Story freizuschalten und dann auch mit den Konkubinen dort zu verkehren. Ich habe das für euch gemacht, ich habe 20.000 Gold ausgegeben, damit ihr es nicht machen müsst. Es ist wirklich nicht das, was man so erwartet hat, würde ich sagen. Meine Augen sind hier, Sir, aber by all means, look. Here, 'tis a token of my heartfelt gratitude. Ja, wie ihr sehen könnt, zwei Schwarzblenden später ist die ganze Geschichte auch schon vorbei. In dem Fall habe ich noch ein kleines Geschenk bekommen, habe ich beim ersten Mal nicht. Da hatte ich keine Aufnahme laufen, deswegen habe ich gleich nochmal 20.000 ausgegeben, damit ich das euch auch präsentieren kann. Naja, das Geschenk hat mir nicht wirklich was gebracht. Mein Hauptvasall hatte die Fähigkeit bereits freigeschaltet. Ich weiß auch nicht, ob es nicht noch andere Geschenke gibt. Ich war jetzt nicht bereit, nochmal 20.000 Gold zu investieren. Also schreibt ihr mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr etwas anderes bekommen habt, wenn ihr auch selbst tief in die Tasche gegriffen habt. Einen sehr wichtigen Tipp hier in Dragon's Dogma 2 könnt ihr jetzt direkt hier sehr gut beobachten, denn wie ihr seht, ist es Nacht und Nächte in Dragon's Dogma sind sehr, sehr dunkel, also wirklich extrem dunkel. Das war auch im ersten Teil schon so. Und deswegen trägt jeder eigentlich vorne diese Lampe mit sich rum. Ich kann euch nur empfehlen, immer darauf zu achten, dass ihr immer genug Lampenöl mit dabei habt. Also achtet darauf, dass ihr das immer parat habt. Wenn nicht, kauft es euch oder stellt es aus verrottendem Essen her. Das könnt ihr wunderbar machen. Und achtet auch darauf, dass eure Vasallen auch immer Lampenöl dabei haben, damit sie es eigenständig auffüllen können. Also ich habe jetzt hier 3 Stück. Ich gebe zumindest meinem Hauptvasallen jetzt 1 rüber. Die anderen beiden können schauen, wo sie bleiben. Ist mir egal. Im Zweifel hole ich mir neue. Aber so haben sie definitiv Licht oder Öl, um ihre Lampe wieder aufzufüllen. Also achtet da auf jeden Fall drauf. Und wenn euch tatsächlich mal euer Essen praktisch im Inventar schlecht wird, weil es verrottet, nutzt dieses verrottete Essen dann, um Lampenöl herzustellen. Sehr, sehr wichtig. Ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall geben kann, ist unter euren Gegenständen. Das solltet ihr euch sehr, sehr früh schon antrainieren, das einfach regelmäßig zu machen. Denn ihr habt hier einen Haufen Verbrauchsgegenstände, die, naja, letzten Endes altern und verwelken oder gar schlecht werden können. Also habt ihr hier zum Beispiel die Hartknolle und daraus kann dann eine reife Hartknolle werden und später dann auch eine verfaulte Hartknolle. Genauso auch mit Äpfeln. Äpfel können normale Äpfel sein, die geben euch ein bisschen Gesundheit und reife Äpfel geben euch dann schon mal ein bisschen mehr Gesundheit. Die sind auch mehr wert, wenn ihr sie verkauft. Also alles, was ihr sozusagen reifen lasst in eurem Inventar, wird am Ende mehr Geld bei Händlern wert sein. Aber ihr solltet euch wirklich angewöhnen, diese Sachen weiter zu verwerten. Wenn ihr zum Beispiel jetzt auf den reifen Apfel klickt und hier dann auf Kombinieren, dann könnt ihr reife Äpfel mit reifen Äpfeln kombinieren und macht daraus dann Trockenobst. Also ihr braucht 2 reife Äpfel für einmal Trockenobst. Und ich habe 4 reife Äpfel, kann daraus 2-mal Trockenobst machen. Wunderbar. Und dieses Trockenobst kann ich wiederum weiterverarbeiten. Und jetzt wird es nämlich interessant. Trockenobst selbst hat nämlich die Funktion, dass es jetzt schon mal eine ansehnliche Menge an Gesundheit wiederherstellt. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber was, wenn ich euch sage, da geht noch mehr? Geht also her und geht beim Trockenobst wieder auf Kombinieren und dann seht ihr schon, könnt ihr das Ganze mit Grünlattich oder Dämmerungskraut kombinieren. Beides ergibt dann am Ende dasselbe Item, nämlich die Frucht Roborans und die wiederum stellen eine große Menge an Gesundheit her. Also
einfach hergehen und zweimal Trockenobst mit zweimal Grünlattich kombinieren und schon haben wir zweimal Fruchtroborans und diese spendieren dann wirklich den besten Boost an Gesundheit. Und jetzt könnt ihr hier auch noch hergehen und die Fruchtroborans kombinieren mit der Rinde eines Zimtbaums. Ich habe hier eins, ich habe keine Ahnung, was am Ende dabei rauskommt, wie ihr seht. Also kombinieren wir es doch einfach mal. Hier haben wir jetzt ein mächtiges Roborans hergestellt. Und das mächtige Roborans, was bewirkt das? Das stellt eine erstaunliche Menge an Gesundheit und Ausdauer wieder her. Also ihr seht, ihr habt hier jetzt wirklich die Items richtig schön aufgewertet und das gibt euch einfach deutlich mehr Gesundheit und eben auch in dem Fall auch Ausdauer. Und das ist eine feine Sache. So könnt ihr nämlich all eure oder viele eure Items kombinieren, bevor sie dann tatsächlich auch schlecht werden und ihr sie wegschmeißen müsst oder nur noch für ein Goldstück verkaufen könnt. Also spätestens, wenn ihr unterwegs seid und ihr wisst, ihr kommt nicht so schnell wieder zu einer Stadt und ihr habt schon hier reife Hartknollen, dann geht einfach her und macht die dann zu getrockneten Knollen zum Beispiel. Also genau dasselbe Spielchen hier mit den Knollen. Jetzt haben wir hier getrocknete Knollen, die wiederum können wir wieder kombinieren mit den Grünlattich und haben dann Hartknollen-Roborans. Und genau das machen wir jetzt auch wieder. Wunderbar. Aber ihr seht schon, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Kombiniert euer Zeug, schafft euch dadurch neue Tränke, neue Items, die eben nicht kaputt gehen. Also ihr könnt auch hier wieder schauen, womit ihr kombinieren könnt. Und ihr seht schon, hier könnt ihr mit Weintrauben kombinieren, bekommt dann Arzneitrank, genauso auch eben mit der Heidelbeere. Was auf jeden Fall besser ist, denn der Arzneitrank, der geht nicht kaputt. Die Blaubeeren sind irgendwann ungenießbar. Also schaut, dass ihr das Ganze möglichst schnell umwandelt. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben bewertet und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Tipps, Tricks, Guides und so weiter rund um Dragon's Dogma 2 und anderen Open World Games, bleibt doch gerne mit einem Abo am Start und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Jetzt geht's direkt weiter mit dem nächsten Tipp. Ein weiterer Tipp hier noch für alle Deluxe Edition Besitzer. Ihr könnt nämlich, wenn ihr das Spiel gestartet habt und die Benachrichtigung bekommen habt, dass ihr eure Gegenstände erhalten habt, könnt ihr einfach zu einem Gasthausbesitzer und könnt hier auf Lager verwalten gehen und dann aus eurem Lager Sachen entnehmen. Und dann könnt ihr schon anhand dieses Symbols hier erkennen, welche Items ihr praktisch als Download erhalten habt. Hier habt ihr einmal die Kunst der Metamorphose, womit ihr euer Aussehen verändern könnt. Einen Lazarusstein, mit dem ihr Tote zum Leben wieder wecken könnt. Aber hier unten habt ihr auch nochmal ein komplettes Set an Waffen und die sind halt eben für alle vier Startlaufbahnen, also eine hochwertige Feenklinge. Und ich persönlich habe mir natürlich gerade den hochwertigen Bogen rausgezogen. Ich habe das auch erst sehr spät gesehen, aber deswegen hier der Tipp, verpasst es nicht und rüstet die Sachen dann auch am besten aus. Also hier, ich habe noch keinen neuen Bogen gekauft. Ich habe meinen allerdings schon einmal aufgewertet, habe hier aber eigentlich die ganze Zeit den hochwertigen Kampfbogen schon im Lager liegen. Also ihr seht, hier sind die ganzen Items, die ihr habt und die ihr bekommt, wenn ihr die Deluxe Edition habt. Holt ihr euch aus dem Lager, bevor sie, so wie in meinem Fall, praktisch unbrauchbar sind bzw. schon wieder veraltet sind. In Dragon's Dogma 2 könnt ihr ja euren Hauptvasallen ausleihen an andere Spieler. Das kann allerdings nur passieren, wenn ihr in einem Gasthaus rastet. Ist das geschehen, könnt ihr wieder einen neuen Vasallenauftrag hinzufügen, indem ihr zum Beispiel einen Ogre eliminieren lasst und dann die Belohnung dafür festlegt. Ich gebe hier mal 1000 Gold. Ach, das ist so schön umständlich gemacht. Wow, endlich haben wir die 1000 getroffen. Umständlich, Wahnsinn. Ja, wie immer. Wenn ihr in diesem Gasthaus rastet, dann wird das natürlich auch euer neuer Speicherpunkt. Allerdings wurde mir auch die Frage gestellt, ob wir denn
das Rasten in unserem eigenen Haus auch als Speicherpunkt nutzen können. Und genau das werde ich jetzt mal testen. Ich kann es euch nämlich selber nicht beantworten, also schauen wir doch einfach mal nach, ob das funktioniert. We must rest. Now we've the vim to tackle the day ahead. Come, we've much to be getting on with. Ready to forge on? Good tidings, friend. So, also speichern und zurück zum Titelbildschirm und jetzt vom letzten Gasthaus aus laden. Sehen wir gleich mal, wo wir hingebracht werden. Also, wir spawnen jetzt hier wieder in unserem eigenen Haus und ich gehe auch schwer davon aus, genau, dass wir jetzt wieder kurz vor dem Abschluss der Quest stehen. Das heißt, wenn wir hier rauslaufen, können wir wieder das Haus kaufen, genauso wie wir es auch gerade eben schon hatten. Perfekt, also das funktioniert. Das eigene Haus dient als Speicherpunkt, genauso wie es sein sollte. Also könnt ihr euch die 2000 oder 1000 Gold, die ihr im Gasthaus bezahlt, dann wohl sparen. Ich schätze auch mal, dass wenn ihr in eurem eigenen Haus rastet, dass auch dann der Hauptvasall eben ausgeliehen werden kann und wenn ihr fertig gerastet habt, wieder zurückkommen kann und euch Bericht erstatten kann von seinen Abenteuern. Ich hoffe, das klärt auf jeden Fall auf, wie diese Mechanik funktioniert. Und das war's für dieses Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch informiert und vor allem geholfen. Wenn ja, lasst doch gerne nochmal einen Daumen nach oben da und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.